Heute lernen wir ein bisschen Visual Scripting und machen uns so ein bisschen ein parametrisches 3D-Fachwerk. Wir können sozusagen dieses Python-Mod, das aus dem Visual Scripting entstanden ist, einfach bearbeiten. Mit ein paar Griffen kann man das kürzer oder länger ziehen. Wir können aber auch hier Eingaben machen, zum Beispiel hier 5 Meter. Machen wir hier 6 Meter draus, dass es ein bisschen schöner ist. Und wir können die Zellenanzahlen zum Beispiel erhöhen, verringern. Und wir können auch, wenn wir es uns ein bisschen von der Seite anschauen, die Z-Achse verändern. Wir können am Schluss die Knotenpunkte, die ist 4, also die Kugeln, größer oder kleiner machen. Erhöhen wir mal auf 8 und schließen das Ganze ab und dann schaut das Ganze so aus. Und das erzeugen wir jetzt gemeinsam in Visual Scripting. Bleibt also dran und Daumen nach oben bitte. Damit ihr überhaupt die Funktion Visual Scripting erhaltet, müsst ihr in der Action Bar oben auf dieses Zahnrädchen klicken, damit ihr den Konfigurator starten könnt. Damit könnt ihr eure Action Bar konfigurieren. Geht in dieses Suchfeld rein, gebt hier Visual ein, und dann geht hier auf Visual Scripting und zieht es euch irgendwo hier rein, wo ihr wollt. Wie ihr mit der Action Bar Konfiguration umgeht, ich denke mal, das ist bekannt. Speichert das Ganze ab und dann habt ihr die Funktion. Erstmal hier in der Action Bar, so wie bei mir. Wenn ich jetzt hier draufklicke, dann, da unten ist das Fenster, muss ich ein bisschen größer machen. Ziehen wir es uns mal. So, könnte das Ganze natürlich auch maximieren. Da bin ich jetzt nicht ganz so der Fan. Jetzt haben wir ein leeres Template und könnten eigentlich schon starten. Aber ich bin überhaupt kein Fan, dass ich jetzt einfach irgendwelche Schablonen hier reinziehe und sage, mach das mal nach, sondern ich will natürlich auch einen Mehrwert liefern und erklären, wie wir jetzt vorgehen. Das Ganze möchte ich mit einem Zeichenbrett euch zeigen. Wir wollen im Endeffekt, wenn wir jetzt den Grundriss sehen, ein parametrisches 3D-Fachwerk erzeugen. Das heißt, wir haben eigentlich ein Gitternetz. Also, dann in dem Gitternetz haben wir mal mehrere Strukturen. Das können wir jetzt so vielleicht machen. Ja, mit und wir haben eine X-Richtung und eine Y-Richtung. Und das ist jetzt noch kein Fachwerk, das ist jetzt einfach eher ein Schachbrett. Diese Kästchen oder diese Spalten und Zeilen sollten aber erweiterbar sein. In X-Richtung wie viele Stückzahlen, in Y wie viele Stückzahlen. Und dazu sollten noch in der Mitte jeweils Knotenpunkte sein, die jetzt zum Beispiel nach unten gehen sollen. Jetzt hole ich mir noch eine andere Farbe. Machen wir, vielleicht sieht man gelb. Nehmen wir mal das Stahlblau. Und dann sollen wir immer so eine Verknüpfungspunkte. Oh, das ist zu dick, die Linie. Zack. Ich glaube, man kann sich's vorstellen, ne? Das sollen ja immer so eine kleine X pro Feld sein. Gott. Ich hoffe, man erkennt es und versteht, was ich meine. Und die sollten natürlich verbunden sein. Wenn wir das Ganze uns jetzt aber in der. Ich kämpfe da gerade. Gut. Okay, das ist unser Fachwerk. Und jetzt schauen wir uns das Ganze mal von der. Wenn wir einen Schnitt hier durchmachen würden, würde das Ganze so ausschauen. Unsere ganze Linie hier, das dunkelblaue, ist das hier. Mit jeweils, sagen wir, diesen Pünktchen hier. Wir haben hier 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So ungefähr könnte es ausschauen. Und dann mit einem roten Pünktchen markiere ich jetzt den unteren Punkt. Ah, da müssen wir jetzt wieder dick einstellen. So, Jack. Hier, 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 hier. Und das verbinden wir jetzt jeweils so. So kann man sich's vorstellen. Das heißt im Endeffekt, dieses Gitter hier oben müssen wir visuell jetzt erstmal erzeugen. Dann müssen wir hier unten ein
Ein Gitter erzeugen, das zeigen wir aber nicht an, das wird unsichtbar, aber wir benutzen die Mittelpunkte davon. Gut, wie machen wir das jetzt? Also wir wechseln in unser Altplan zurück. Jetzt starten wir mal mit dem, was wir brauchen. Wir suchen zuerst mal Grid, Rectangle, Grid Points. Okay? Ein rechteckiges, genau. Was haben wir jetzt hier erzeugt eigentlich? Was passiert hier? Hier unten können wir noch einstellen, ob die Objekte dann zu sehen sind, ob die noch Griffe dazu haben. Und starten das Ganze mal. Dann können wir mal testen, was haben wir jetzt überhaupt erzeugt. Wenn ihr nichts seht, ganzen Bildschirm darstellen. Und dann seht ihr, was erzeugt wurde. Wir sehen jetzt einfach Gitternetzpunkte. In dem Fall Zellenanzahl in X-Richtung sind es 3, machen wir auf 2. Und in Zellenanzahl Y machen wir auf 3 reduziert. So, so können wir es uns vorstellen. Jetzt haben wir einfach dieses Gitternetz außen erzeugt mit diesen einzelnen dunkelblauen Punkten oder bisher eigentlich nur diese Punkte. Ja, wunderbar. Was brauchen wir noch, damit wir mehr sehen können? Ich gehe mal Visual zurück. Hier unten ist das Fenster. Ich maximiere es mal, minimiere es doch. Machen wir so. So, alles anzeigen. Oh, wir haben das andere noch offen. Entschuldigung, ich hatte 2 Visual Scripting offen. Aufpassen. Hier haben wir jetzt nur diese Grid Points. Wir wollen natürlich auch noch die Linien dazu haben. Deswegen brauchen wir Lines from Grid Points. Und die Lines von Grid Points müssen wir jetzt verbinden mit den Grid Points von hier. Also das heißt, wir verknüpfen jetzt das miteinander und schauen, was passiert. Ganz Bildschirm da schon. Hallo. Stoppen. Nochmal. Play. So, wenn wir das jetzt wieder lösen, Rechtsklick Verbindung löschen, sehen wir dann was? Auch nicht, warum nicht? Ja, wir speichern das mal ab. Und ich habe es vorhin benannt, 3D-Fachwerk. 3D-Fachwerk. Jetzt. Ja. Jetzt kommt auch hier eine Fehlernachricht. Lines from Grid Points. Point 3D Object is not subscribable. So, jetzt haben wir es wieder da. Genau, jetzt haben wir unsere Punkte hier wieder. Keine Ahnung, was gerade los war. Jetzt verbinden wir die Grid Points mit diesen Grid Points. Starten das Ganze nochmal neu. Und jetzt müssen wir eigentlich was sehen. Genau, so wollte ich sagen. Jetzt sehen wir, haben wir diese Punkte von unserem Netz verbunden mit Linien. Wunderbare Geschichte, oder? Ja, sind ja nur lange fertig. Wir wollen das Ganze auch noch vielleicht visualisieren und das vielleicht mit, ich sag jetzt mal, mit einer Pipe, also mit einem Rohr. Und wenn wir jetzt das Rohr hier verbinden, zum Beispiel die Lines hier mit dem Path, dann passiert Folgendes. Wir stoppen das Ganze nochmal, wir gehen nochmal auf Start. Und jetzt sehen wir, oh, was passiert denn hier? Machen wir mal nur F4 als die Animation hinzu. Dann schaut das Ganze so aus. Wir sind aber noch im Darstellungsmodus, deswegen nicht beirren lassen. Im Darstellungsmodus zeigt Alpern nur den Durchmesser des Radiuses, der Pipe, also des Rohres und eine Außenkontur. Wenn wir geschlossenes Volumen machen, jetzt sehen wir es besser im Darstellungsmodus. Den müssen wir aber später deaktivieren. Jetzt im Darstellungsmodus schaut es super aus. Deaktivieren wir aber. Gut. Ich escape. Können wir wieder abspeichern. Oh, wunderbare Geschichte. Hat aber gleich beendet. Das wollen wir natürlich nicht. Hier unten ist unser Visual Scripting wieder. Gut. Dann haben wir unsere Pipe schon mal dazu. So weit, so gut. Aber es fehlt natürlich noch einiges. Wir brauchen nochmal Polylines. Polylines from Grid Points.
und verbinden diese Grid Points mit diesen Grid Points. So, jetzt starten wir das Ganze wieder. Minimieren. So. Das heißt, alle Grid Points sollen mit überarbeitet werden. Wir haben hier ein paar Griffe auch noch. Damit können wir auch die Abstände abändern. Die haben wir, weil, Moment, speichern. Ach komm, ärgere mich doch nicht. Weil wir hier Griffe erzeugt haben. Hier und hier. Wir können den Durchmesser, den Radius, Entschuldigung, den Radius verändern der Pipe über Griffe. Die können wir aber auch hier einstellen, aber auch in der Palette dann. Ich mache mal 0,05, weil das ist ja mit einem halben Meter ist das schon ein bisschen zu krass. Gut. Jetzt haben wir die Polylines und mit denen möchten wir auch noch was machen. Die zeige ich dann später. Ich deaktiviere mal die Vorschau, weil die irritiert mich bloß. Die Rectangle, die deaktiviere ich hier auch. An der Pipe lasse ich alles sichtbar. So möchte ich das haben. Jetzt holen wir uns noch Grid Cells. Center Point. Wie der Name schon auf Englisch sagt, das ist der Mittelpunkt von den Zellen eines Rasters. Was können wir jetzt damit anfangen? Wir holen uns wieder die Grid Points von unserem Rechteck und machen das Ganze so und haben sie mal auf sichtbar. Wir starten das Ganze wieder. Und jetzt sehen wir, sind hier einfach Punkte in der Mitte unserer Zelle. Das heißt, wir haben unsere roten Punkte jetzt schon mal markiert, wie hier. Wir haben unsere Außenlinien, unsere Außenkonturen und diese Linien schon mal gesetzt. Wir haben diese Punkte in der Mitte. Jetzt haben wir die mittleren Punkte. Und jetzt müssen wir noch sagen, hey, jeder Grid Point, also jeder Rasterpunkt soll verbunden werden mit so einem Mittelpunkt. Gut. Stopp das Ganze wieder. Und die Grid Cells müssen moved by Vector. Oder Move by Vector. Move by Vector. Verschiebt Objekte über Vektor. Der ganz wichtige Befehl jetzt. Wir holen uns die Center Points und setzen sie auf die Objects to Move. So. Wir. Genau. Testen wir, was jetzt passiert. Minimieren. Move by Vector. Hier Abstand 1 und so weiter und so fort geben. Das ist Abstand X, Y und Z. Über Mouseover bekommen wir den Tooltip, also die Kurzinformation. Das ist der Abstand Z. So. Ich möchte aber gar nicht, dass es in X und Y verschiebbar ist, sondern in Z, in der Z-Achse. Und da ich eigentlich möchte, dass dieser Punkt nicht oben dann erscheint, sondern unten, möchte ich, da bauen wir jetzt einen kleinen Trick ein, wie wir das machen können. Das kriegen wir nämlich hin, indem dass wir eine Längeneingabe kommt. Das heißt, Length Input. Ich habe mich verschrieben. Ein G fehlt. Length Input. Und wenn die Längeneingabe kommt, dann soll die automatisch, da braucht man einen Operator. Was passiert mit der Längeneingabe? Die sollte einfach negiert werden. Das heißt, wenn es ein Plus ist, wird es ein Minus. Deswegen Längeneingabe mit der Value hier verbinden. Und das Ergebnis sollte die Distanz Move by Vector in Z sein. Das heißt, wir gehen hierher und holen das Result und verknüpfen es mit der Distance Z. Jetzt kommt eine Längeneingabe. Move by Vector und die soll immer negiert werden. Wir starten das Ganze nochmal, minimieren hier nochmal und schauen hier. Jetzt ist auf einmal nicht mehr ein dreispaltiges Ding, sondern sind es zwei. Jetzt haben wir hier einen Length Input und den brauchen wir. Kann man jetzt zum Beispiel hier 2 angeben. Sieht man das? Cool, oder? Also wenn wir hier 2 angeben, wird es eigentlich minus 2 und es geht nach unten. Das haben wir jetzt durch diese Eingabe gemacht. Speichern wir wieder.
Wir starten es nochmal. Ich will es einfach immer ein bisschen abgespeichert haben, damit ich auf der sicheren Seite bin. Wir maximieren das Ganze wieder. Wunderbare Geschichte. Ich glaube, soweit haben wir es verstanden, oder? Wenn es dazu Fragen gibt, einfach in die Comments rein. Ich hoffe, dass ich es irgendwie dann besser erklären kann, falls da noch Fragen auftauchen. Ja, was haben wir noch? Ja, ich möchte noch zusätzlich 3D-Linien anbringen. 3, nein, Line 3D, glaube ich. Ja, Line 3D. So, und diese verbinden wir jetzt mit unseren Polylines, genau. Mit den Polylines hier holen wir uns den Startpunkt der Linie und der Endpunkt soll sein bei den Objects von hier. Was heißt das? Also, wir haben jetzt, wenn wir das Ganze starten, nehmen wir das Ganze nochmal. Jetzt sehen wir haben immer von den Endpunkten hier, von diesen Linien, haben wir verbunden mit den Objects, also mit den gemoveden, also mit den bewegten Punkten des Vektors. Also mit dem Mittelpunkt. Und die verbinden wir gerade. Einfach mit einer Linie. Das ist alles. Wir stoppen das Ganze wieder. Wir haben ja auch eine Pipe. Das heißt, wir können diese 3D-Linien gleich zu einer Pipe umwandeln. Das heißt, wir gehen die Line in den Path der Pipe rein. Und sehen jetzt dann gleich, was passiert, wenn wir das Ganze wieder machen. Nehmen wir das. Und jetzt haben wir auf einmal hier nicht mehr dumme 3D-Linien, sondern richtige Rohre. Wir können das Ganze wieder mit geschlossenes Volumen anzeigen lassen. Dann sieht man es ein bisschen besser jetzt, okay? Ich deaktiviere nun mal. Gehe hier wieder rein. Stopp das ganze Skript. Schaut schon mal cool aus. Ich glaube, ich ziehe die Pipe mal hier rüber. Also ihr könnt es jederzeit machen. Das Visual Scripting verknüpft nicht irgendwelche wilden Punkte miteinander, sondern es bleibt alles so, wie es ist. Gut. Was brauchen wir noch? Wir holen uns nochmal so Lines vom Script. Lines from Grid Points, Entschuldigung. Setzen das hier ab. Weil was wollen wir jetzt machen? Wir wollen mich noch mehr visualisieren. Genau das, was wir gerade gezeigt haben, diese Verbindungspunkte. Diese Verbindungspunkte holen wir wieder aus den Objects hier raus. Gehen wir hier rein in unser Grid. Lines vom Grid. Und diese Lines wollen wir wieder mit dem Path der Pipe verbinden, so dass wir jetzt wieder starten können. Und was sehen wir hier? Wir könnten noch an den Endpunkten jeweils kleine Kugeln draufsetzen. Das sind die Formen Sphere, oder? Heißt Kugel. Ja, Sphere. Machen wir eine Kugel. Der Centerpoint von der Kugel muss verbunden werden. Ich glaube mit den Grid Points, oder? Jetzt müssen wir wahrscheinlich schon schauen, ob das funktioniert. Und mit den Objects hier sollten wir auch kleine Kügelchen draufsetzen. Hier machen wir die Vorschau mit an erstmal. Und starten das Ganze nochmal. Ja, jetzt haben wir hier Kügelchen. Wir haben auch Griffe dran. Das heißt, wir können die Kügelchen größer und kleiner machen. Können wir aber natürlich auch hier eingeben. 0,03 zum Beispiel. Und dann brauchen wir aber die Pipe 0,025 vielleicht. Ja, das schaut schon mal nicht schlecht aus. Ich glaube, wir haben es. Wenn wir uns genau dieses Konzept erstellt, so wie wir es gerade sehen wollten, dann können wir das Ganze einfach jetzt wieder speichern. Jetzt habe ich schon mal dieses Skript gespeichert, aber damit ich es ausführen kann, muss ich noch einen Python-Path draus machen. Jetzt geht es noch um die Sichtbarkeit. Was will ich denn alles sichtbar haben? Wir haben hier mal die Möglichkeit, ich zoome hier mal hin, Vorschauobjekte erstellen, ja oder nein. Brauchen wir Handles, also Griffe. Und Punktnummerierung einschalten oder ausschalten. Ich aktiviere es mal, dass ich es mal zeige. Jetzt haben wir hier überall die Nummerierung durch. Was irgendwie auch cool ist, ne? Brauche
es in dem Fall nicht, deswegen deaktiviere ich das. Wir brauchen die Polylines, nein, die Lines from Grid braucht man eigentlich auch nicht sichtbar, weil wir haben ja die Pipe. Grid Cells ist mir eigentlich, ja, kann man deaktivieren, glaube ich. Dann Move by Vector, da brauchen wir gar nichts hin, gar nichts. Die Sphere wollen wir auf jeden Fall sehen. Machen wir mal, dass in der Vorschau nicht aktiv ist, damit es ein bisschen flüssiger läuft. Und dann im Modell soll es aber erstellt werden. Dann Lines from Grid. Da können wir, ja komm, wir wollen die Vorschauobjekte da haben, aber dann am Schluss soll es nicht mit angezeigt werden. Die Linie brauchen wir eigentlich auch nicht. Es reicht, wenn die Pipe hier ist. Die Pipe wird ja eh übersetzt, die Linie wird eh übersetzt mit der Pipe. So gefällt mir das. Jetzt speichere ich das nochmal ab und dann erzeugen wir ein Python-Part draus. Python-Part-Script. Ja, 3D-Fachwerk passt gleich in Visual Scripting im Büroordner. Speichern wir rein. Und jetzt können wir das sehen. So schaut es fertiggestellt aus. Wir können das Ganze natürlich bearbeiten. Doppelklick auf das Python-Part und das Interface öffnet sich. Wir können hier alle Parameter per Hand eingeben, so wie man es in Allplan gewohnt ist. Wir können auch hier alles verändern, hier von 2 auf 3 und hier auch 2. Und schon werden die Zellen größer, kleiner gemacht. Wir können den Längeninput, also die Z-Achse hier, kleiner, größer machen. Wir können die Kugeln, die am Ende drauf sind, vielleicht noch größer machen. Hier sehen wir die Vorschau und auch die Pipe. Können wir natürlich größer, kleiner und sonstiges machen. Machen wir auf 7. Schließen das Ganze und jetzt sieht das Ganze so aus, unser Fachwerk. Ja, ziemliches Geknubbel gerade. Hätte ich vielleicht einen kleinen Durchmesser nehmen sollen. Aber das ist soweit. Das ist das Visual Scripting. Ich glaube, ich habe einen guten Eindruck gegeben, wie man mit Visual Scripting anfangen kann und was dahinter steckt. Bitte liken, kommentieren, teilen. Eh klar, oder? Servus, abonnieren, nicht vergessen. Und jetzt bin ich raus.